Also uns fehlt noch der Königsfrosch, der Mondfisch, wobei irgendwie hatten wir den ja schon, da ist er ja. Und den blauen Hummer. Wo könnte man so eine Kröte fangen? Auch hier? Man weiß das nicht so genau. Baumsteigerfrosch, den hatten wir schon. So. Ja, heute ist unspektakuläre Folge, ne? Bin ja am Überlegen, ob wir vielleicht wieder so drei Folgen am Stück aufnehmen. Ich habe da noch keinen Plan für heute. Feuerfisch. Ui. Tja, wie ausführlich sollen wir das hier machen? Ich weiß das nicht. War hier nicht noch irgendwo ein Gewässer? Und was brauchen wir noch? Grüne Libelle, Mondstrahlkäfer, Sonnenschnecke und Mondschmetterling. Das ist der Ahornfalter. Ihr habt euch gemerkt, dass ich euch gestreichelt habe, ne? Mondschmetterling. Wo finde ich denn einen Mondschmetterling? Das war die Mondschnecke. Geile Schnecke, wa? Ist auch eine Mondschnecke, schätze ich mal. Ja. Ja, sind noch so ein paar Sachen, die wir finden müssen, ne? Das sind Blumen. So. Aber irgendwie habe ich da auch kein gutes Auge für, oder? Wenn wir hier alles wegholzen? Ja, ich weiß, du möchtest mit, aber ich habe kein Fangkörbchen dabei. Du kannst also gar nicht mit. Kleiner Igel. So. Nicht mal irgendjemand von euch gesagt, ich hätte das hier kaputt gemacht? Nö, ne? Gut. Tja, sollen wir die ganzen Tiere retten? Oder lassen wir die einfach in ihrem... Hi. Oder lassen wir die in ihrem Habitat? Das sind Fragen über Fragen. Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Aber wir müssen gleich wieder zurück, wir haben Mitternacht. Und das ist halt immer der Nachteil. Wenn du Landwirtschaft hast, dann kannst du solche Ausflüge hier über mehrere Tage schlichtweg nicht machen. Ne? Weil ich muss mich morgen wieder um die Tiere kümmern. Ich muss mich um meine Anbauflächen kümmern. Halbmondkampffisch. Aber ich will auch nicht aufhören, weißt du, jetzt bist du schon mal hier und dann könntest du ja eigentlich, aber ich glaube, allein diese Insel hier zu durchstöbern, da kannst du wirklich tagelang, wenn du das alles machen möchtest, dann darfst du einfach keine anderen Verpflichtungen haben. Oder man muss es mal zu zweit spielen, das geht ja auch, ne? Das ist ja Multiplayer-fähig, glaube ich, ne? Hi. Ist das auch wieder so eine Schnecke? Mondschnecke, ja. Aber diesen Mondfalter, wir müssen nach Hause. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bist du? Chirp. Ja, was ist richtig? Die Dinger hier, auch wieder so ein Ahornfalter. Ne? Die Tiere aus diesem Lebensraum rausziehen oder nicht? Damit man sie hat. Ne? Ich weiß das nicht, was richtig ist. Fühle mich allerdings verfolgt. Hui. So, geht doch schnell. Kommt denn mir nach? Ich hoffe nicht. Gut, dann wollen wir mal wieder nach Hause gehen. Schade.
Ich hätte hier gerne noch ein bisschen Zeit verbracht, aber... Ich muss nach ins Bett. Hi. Bevor wir das natürlich machen, machen wir mal eben hier die kleine Runde. Sternsplitter. Wie die alle noch unterwegs sind, ne? Hi. Ich glaube ja, dass hier noch irgendwelche konspirativen Sitzungen stattfinden. Vielleicht wollen die sich noch neue Dorfbewohner einverleiben oder so. Das ist immer blöd. Wie soll ich denn da drankommen? So, alles klar. Ich habe Langreichweite. Dann gucken wir nochmal eben hier und dann gehen wir ins Bett. Guck mal, wie sie hier alle rumlaufen, weißt du? Was? Ja, nö. Hi. Aha. Okay, ich gehe ins Bett. Gut, dann gehen wir mal ein Schläfchen wagen. Und, da unten ist die Katze. Alles klar, die nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir noch mit. Ups. Wird schon wieder hell, ne? Bei Live brennt auch kein Licht, der ist noch am Ratzen. Träumt wahrscheinlich von der Mieterhöhung oder so. Und wie er sich davor drücken kann. Man kennt ihn ja. Oh, es regnet. Wer jetzt sagt, ja guck mal, Fussel, muss sich um nichts mehr kümmern. Doch. Fluffy hat dir ein Geschenk gebracht. Danke. Braves Hund. Ja. Was hast du mir denn Schönes mitgebracht? Ein Laborkittel. Toll. Kann ich bestimmt gebrauchen. Hier, wo ist er denn da? Laborkittel, das ist die Bäckerjacke. Laborkittel. Ja, ich habe ihn schon, also kann ich ihn verkaufen. Komm. So, gehen wir mal eben verkaufen. Warum auch nicht? Den können wir mal mitnehmen, den können wir mal mitnehmen. Machen wir gleich mal die Runde hier. Pilze lasse ich mal stehen. Hier ist nichts. Ich sehe nichts. Alles klar. Ich meine, ich weiß nicht, wo der Hund den Kittel her hat. Also, frag mich nicht. Ich habe da nichts mit zu tun. So. 360. Naja, der Hund macht sich bezahlt. Komm, verkaufen wir das hier. Verkaufen wir den alten Frosch. Verkaufen wir das hier. Ja, die Dinger, was machen wir denn mit den Dingern hier? Die können wir nicht verkaufen, ne? Na, das lassen wir so. Lustbarsch, alles, komm, alles verkaufen. Nicht wegen des Geldes, aber was sollen wir? Wir haben gerade erst die Fische hier aussortiert. So, hier die Tür verkaufen wir auch. Das verkaufen wir auch. So, jetzt können wir wieder stolz auf mich sein. Tja, was machen wir mit diesen Regenbogendingern? Können wir die irgendwo hinheften? Nee, ne? Wir können mit denen nichts machen. Was? Ist nicht mein Müll? Mm-mm, ich habe da nichts mit zu tun. Dü-dü-dü-dü-dü. Heute ist aber auch Scheißwetter. Hallo, Max. Max. Und wieder mal platzt mein Traum vom Ruhestand wie eine Seifenblase. Solange sich kein anderer aufstellen lässt, werde ich immer wieder gewählt. Ja, du bist eine arme Sau. Ich merke das schon. Was kannst du für mich tun? Hast du was gehört? Angeblich hat Chiara ein paar Schwierigkeiten. Alles klar. Was ist das für ein Leckeres? Ein Pilzkorb. Ach, guck. Chiara. Wo ist die denn? Die ist doch bestimmt wieder irgendwo... Ach, die ist in ihrem Hexenhaus. Naja, gut. Dann gehen wir gleich mal hin. Aber wir machen mal eben unsere Hühnerrunde. Ach, diese Morgenroutine. Da sind wir der halbe Tag weg, ne? Gut, ihr könnt jetzt natürlich sagen, ja, Fussel, das kannst du aber auch anders machen. Erstens brauchst du die meisten Sachen nicht. Das stimmt. Ja, die Tiere verhungern auch nicht.
Das dürfte auch stimmen. Und dann hast du viel mehr Zeit für anderes. Das stimmt auch. So. Aber ich bewirtschafte diesen Hof ja hier. Weißt du, ich muss ja Geld verdienen. Bin ja ein großer Agrarökonom. Was? Ja, 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 ja. Da hilft kein Lachen. Ursel ist Agrarökonom. So. Haben wir alles? Haben wir euch alle angekuschelt? Seid ihr alle glücklich? Da müsste es eine Mod für geben, weißt du? Dass man sieht, die sind alle glücklich. Oder wer nicht glücklich ist, dann kannst du den nochmal anpingen, weißt du? So. Ja, ja, das Schwein kriegt eine Sonderbehandlung. Das und das. Den ziehen wir mal hier runter. Und dann machen wir mal dieses und hier. Wir sortieren schon mal vor. Hier ist genug drin. Hier muss noch eine rein. So, und dann können wir die Schafschermaschine nehmen. Holen uns mal eben die Wolle. Und wenn das halt jeden Tag machst, kriegst du natürlich auch Wolle. Dann hast du auch ein bisschen Wolle zur Verfügung, ne? Oh. Dann haben wir schon mal Zitzensaft von der Ziege. Ich hatte übrigens mal eine, sagen wir mal, Arbeitskollegin, oder wir haben mehr oder weniger im selben Konzern gearbeitet. Die hatte auch Ziegen zu Hause. Das fand die toll. Ich finde die Müffel. Aber gut. Dung, alles klar. Oh, warte mal. Warte, warte, warte. Hey, warte. Hey. Ich habe gehört, du hast ein Problem. Hallo. Hör mal, du doofe Nuss. Oh je. Weißt du, was ich wirklich dringend bräuchte? Gelbes Buch. Weißt du, wo ich sowas herbekommen könnte? Ja, ich kann mal gucken, ob ich ein gelbes Buch irgendwo habe oder finde, ne? Bring das so schnell wie möglich zu mir. Ja, ja, mache ich, mache ich, mache ich. Mache ich. Muss ja nicht hetzen. Wobei, sie ist eine Hexe. Es könnte sein, wenn ich ihr das gelbe Buch nicht gebe, dann verzaubert die mich. In Wellensittich oder sowas. So, wo kriege ich ein gelbes Buch her? Habe ich noch nie gehört. Gelbes Buch. Die haben immer Ideen, weißt du? Das Küche. Das Küche, das Vorratsschuppen, das Vorratsschuppen. So. Sollte ich oder sollte ich nicht? Ich bin auch doch die ganze Zeit unschlüssig, schlüssig, wie wir das machen. Was machen wir mit dem Projekt? Einfach Ende. So unfertig. Versuchen wir auf Gedeih und Verderben es noch fertig zu kriegen. Ihr merkt, ne? Das Thema Stachsel beschäftigt mich. Und ich weiß halt nicht, was sinnvoll ist oder was nicht sinnvoll ist. Die Community ist einfach zu klein, zu wenig Input, zu wenig Wünsche, die geäußert werden. Entschuldigung. Habe ich wieder schön daneben gehämmert, weißt du? Ich bin auch einer. So, Gelee-Sterne. Warum mache ich das? Ich habe keine Ahnung, weil das gehört sich so. Man weiß ja nicht, ob man sie nochmal braucht, ne? Das ist ja bei diesen ganzen Looter-Spielen. Ich kann mich immer noch daran erinnern, wenn ich dann gesagt habe, du weißt ja was, ich verzichte da drauf. Nächsten Tag, nächste Quest, du brauchst 1000 Stück davon. Hm. Ja, da hätte ich ja schon mal 900 sammeln können, aber... So, dann hast du sie gesammelt. Nö, jetzt brauchst du sie nicht mehr und die brauchst du auch nie wieder. Du hast sie ja gesammelt. Du hast ja deinen Job gemacht. Oh, heute haben wir viel zu tun. Alles klar. Schlimm ist auch, wenn es dann 1 Million Items gibt und du Platz für 5 Stück hast, weißt du? Brauchst aber alle 1 Million irgendwie. Das ist auch so schlimm in Spielen. Ich meine, klar, gerade bei Überlebensgames, ne, wo du eigentlich alles gebrauchen kannst und nie genug von allem hast, das ist natürlich realistisch, wenn es dann heißt, ja, du kannst aber nur eine gewisse Menge schleppen, weil ich halte so 30 Kilo Marschgepäck. Nicht, dass ich das nicht schon mal hätte, ne? Wir haben ja oft unseren 30-Kilometer-Lauf bei der Bundeswehr mit 10 Kilo Gepäck gehabt. Und das war, also 10 Kilo sind eine Menge am Rücken. Das muss man ernsthaft sagen, gerade wenn du damit 30 Kilometer marschieren musst. Doch, 30 Kilometer, ne? Genau, ja, ja. Nee, doch, 30 Kilometer, genau.
Da waren wir schon mal ein paar Stunden mit beschäftigt. Ja. Und ich möchte das eigentlich nicht wieder machen. Ich habe das damals schon sehr ungern gemacht. Das war überhaupt nicht meines.